Im Winter zieht es manche Österreicherin auch in ferne Länder mit Sonne, Meer und schönen Beach Boys. Ja, ein Urlaub mit Begleitung, zum Beispiel im afrikanischen Kenia. Sextourismus sagen die einen dazu, Liebe die anderen. Kerstin Geier aus Krumm-Nußbaum in Niederösterreich hat in Kenia ihre große Liebe gefunden und Tiba Marchetti hat sich diesem Thema heute gewidmet. Weißer Sandstrand, soweit das Auge reicht. Die meisten Kenianer hier leben von den Touristen. Hallo! Jambo, jambo! Jambo! Habari, how are you? Oh, fine, thank you. You speak Swahili or? Die sogenannten Beach Boys verkaufen Ketten und Bootsfahrten, manche auch sich selbst. Wie ist das mit dem Sextourismus hier? Einer der Beach Boys, Jimmy, ist bereit zu reden. For them. Für manche Frauen ist es nur ein Sexurlaub. Sie kommen und finden jemanden für die Liebe. Dann gehen sie und kommen nie wieder. Wir suchen aber die echte Liebe. Wir haben Brüder, die weiße Frauen geheiratet haben und in Europa leben, ohne Probleme. Without any problem. So, there's coming. Was ist, wenn eine Frau im Urlaub einen Freund für 2 Wochen sucht? Geht das? Ja, das kann passieren. Zahlt sie dann Geld dafür? Ja, einfach nur Liebe gegen Geld. Den kenianischen Frauen geht es auch nicht besser. Viele haben Kinder, keine Männer, aber große Geldsorgen. Dein Kopf zerspringt fast vor lauter Sorgen. Auch sie hoffen auf eine Ehe mit einem Weißen, der sie versorgt. Vor 5 Jahren haben wir hier Kerstin Geier getroffen, zusammen mit Davis. Die Niederösterreicherin lebt in Kenia von einem kleinen Safari-Unternehmen. Oft schon hat sie miterlebt, dass weiße Frauen von schwarzen Männern ausgenutzt werden. Sehr viele sehen uns Weiße als Business. Es ist halt wirklich nur als quasi Geldgeber. Ne? Davis, ist Kerstin, ist Kerstin die Liebe ihres Lebens? Yes. Ihre Liebe hat ein paar Jahre lang gehalten, dann ist die Beziehung zerbrochen. Im vorigen Sommer war Kerstin wieder zu Besuch in Österreich, diesmal mit Levi, ihrem neuen Freund. Von ihm war sie von Anfang an überzeugt, er sei ganz anders als die typischen Beach Boys. Man nur dachte, er ist voll nett und so eine Family, wo wir alle arbeiten und sein Bruder hat auch weiße Frau und da glaubt er, unterstützt das alles. Und man dachte, wow, ganz anders wie diese Küstentypen, ne? Die nur ja, aufs Geld aus sind und so. Hat Ihnen Kerstin gleich gefallen? Ja, ich habe sie gesehen und habe mir gedacht, sie sieht echt gut aus. Das war's. Die beiden haben große Pläne miteinander. Sie wollen heiraten. Bei ihrem Österreich-Urlaub stellt Kerstin ihren Levi der ganzen Familie vor. Auch der Großtante Anni. Ist er sympathisch, der Levi? Oh ja. Ist recht ein lieber, halber Lachter. Warum lachst du nicht mehr? Lache. Dann Spaß mit uns. Auch Silke hat sich verliebt. In Sadala, einen Bauern aus der Gegend. Die ehemalige Kriminalbeamtin aus Deutschland überwintert jedes Jahr in Kenia. Was ist es für eine Art von Freundschaft oder Beziehung? Ja, sehr eng, sehr intim. Und du hast jemand, wo du über alles reden kannst. Also mir wird jetzt nichts einfallen, wo ich sagen würde, nee, das kann ich nicht sagen. Früher war Silke gern im Tropicana im Ort tanzen. Charmante Begleitung hat sie immer schon genossen. Wann hört man vom deutschen Mann, oh, bist du schön oder hast du schöne Haare? Oder ich liebe dich. Also bei deutschen Männern ist das ja schwer. Also hier kriegt man mehr Honig und Öl. Es geht runter wie Öl, wie Öl. Für Kerstin Geier ist der große Tag gekommen. Oh, she's so beautiful. Yeah. Sie hat sich jetzt ganz für ihre große Liebe in Kenia entschieden.
Und mehr über Liebe und Sextourismus in Kenia können Sie heute Abend sehen. Schöner fremder Mann, nachgefragt am Schauplatz, 21:05 Uhr in ORF 2. So.